Spirituelle Depression ist nichts Ungewöhnliches in dieser Zeit. Hallo und herzlich willkommen zu Deinem Lebeglücklich Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge möchte ich mit dir über ein Phänomen sprechen, was uns, ich sag mal, mehr oder weniger alle ereilt, wenn wir an einem gewissen Punkt der Spiritualität angekommen sind. Vielleicht geht es dir auch so, dass du dich schon seit Jahren mit deiner spirituellen Entwicklung beschäftigst und ganz plötzlich das Gefühl hast, das geht nicht mehr vorwärts. Ganz im Gegenteil, du hast das Gefühl, vielleicht beschleicht dich so eine Art Depression, Burnout, eine Sinnlosigkeit. Vor allen Dingen auch, wenn wir nach draußen schauen und schauen, was da auf unserer Welt passiert, dann kann das sein, dass wir mit all unseren spirituellen Lehren hier an unsere Grenze kommen. Vielleicht befindest du dich aber auch gerade eben erst in deinem spirituellen Prozess und hast das Gefühl, Mensch, das ist ja alles ganz spannend, aber so richtig gut tun tut's mir nicht. Wir haben alle das, ja, das, die, das Phänomen, dass wir gerade von starken Energien geflutet sind. Die Welt steht vor einem großen Umbruch und ganz, ganz in den Formen an, die wir noch gar nicht einschätzen und abschätzen können. Und hier kommen unsere spirituellen Lehren gefühlt an ihre Grenzen. Letztendlich ist es so, dass wir, wenn wir an diesen Punkt kommen, das für uns heißt, dass wir einen Schritt über die Grenze gehen müssen. Und wenn wir an diese Grenze kommen, bedeutet das für uns, wenn wir den Schritt drüber gehen, dass all das, was wir bisher gelernt haben, was unsere Eltern uns beigebracht haben, die Gesellschaft uns beigebracht haben, all das, was wir doch prinzipiell als Wahrheit aufgenommen haben, dass wir das zurücklassen müssen. Und an diesem Punkt fallen wir ganz oft zurück. Und wenn wir zurückfallen, weil wir uns einfach nicht trauen, drüber zu gehen, das kann sich nämlich ein Stück weit anfühlen wie sterben. Wenn wir also dann zurückfallen, fühlt es sich vielleicht im ersten Step wie so eine kleine Erleichterung an, so ein Gefühl von ich kümmere mich jetzt erstmal wieder um dieses normale, reale, irdische Leben. Und dann überkommt uns eine gefühlte, depressive Verstimmung. Sie kann sich ganz unterschiedlich äußern, körperlich, mental, seelisch. Diese Antriebslosigkeit, dieses Gefühlte Sinnlose, das meine ich mit der spirituellen Depression. Was ist da eigentlich passiert? Den Schritt, den wir gehen müssten, vor dem haben wir Angst, weil wir das Gefühl haben, all das zurücklassen zu müssen, was uns Halt und Sicherheit gibt. Das kann unsere Kinder betreffen. Partner, Freunde, Familie, aber auch unser Lebenseinkommen, Job, Finanzen. Unser ganzes Wertesystem gerät massiv ins Wanken, wenn wir an die Schwelle kommen, wirklich zu erwachen. Es ist wie ein Tod, es ist wie ein Sterben. Und ganz automatisch fangen wir an, wieder zurückfallen zu wollen. Das ist uns zu hart, das geht uns zu schnell, das ist uns zu beängstigend, das ist uns zu bedrohlich, weil wir wirklich in der Tat glauben, vielleicht ein Stück weit verrückt zu werden oder keiner versteht uns oder letztendlich auch keine Orientierung haben. Was ist hinter dieser Grenze? Was ist hinter dem Schritt? Weil dieses Land haben wir alle noch nicht betreten. Dieses Zurückfallen gibt uns erstmal wieder ein gefühltes Sicherheitsempfinden und doch erscheint uns all das, Ganz unbewusst, sinnlos. Wir wissen, dass die alte Welt, in die wir zurückgefallen sind, nicht der Wahrheit und nicht der Wirklichkeit entspricht. Auch nicht unserer inneren Wahrheit mehr entspricht. Und doch ist etwas in uns, was sich genau darin festhalten möchte, weil es Angst hat, weiterzugehen. Und das ist eine ganz, ganz große Problematik, die auch als spirituelle Depression beschrieben wird. Die Kunst ist es einen Schritt weiter zu gehen. Und in dieser Folge möchte ich dir einfach aufzeigen, wie es sich anfühlen kann für dich, wenn du drüber gehst, damit du gegebenenfalls die Angst verlierst. Solange du den Schritt noch nicht gemacht hast, fühlt es sich unfassbar bedrohlich an. Teilweise können wir gar nicht umhin, als wieder zurückzufallen, weil sich alles in uns sperrt, auch wenn wir vielleicht drüber gehen wollen. Punkt 1. Sei an dem Punkt tolerant mit dir, vielleicht ist es noch nicht so weit, vielleicht brauchst du zwei, drei, vier, fünf, zehn Anläufe. Doch wenn du dann dich hingibst, wenn du dann nicht erschreckst vor dem, was passiert, wenn also der neue Schritt wieder ansteht und du erschreckst nicht, sondern du bleibst ganz ruhig, weil du den Prozess ja irgendwo schon ein paar Mal erlebt hast, selbst wenn du gescheitert bist. Bleibst du ganz ruhig, atmest weiter und lässt alles zu. Fast als würdest du dich hineinfallen wollen. Das ist vielleicht eine bessere Beschreibung, als einen Schritt zu machen. Denn der Schritt setzt eine Handlung voraus, ein Tun, ein bewusstes Tun. Aber es ist mehr ein Hineinfallen. Trau dir ab dem Punkt zu, alles loszulassen. Trau dir an dem Punkt zu, dich dem Gefühl zu sterben hinzugeben. Denn das, was da stirbt, ist letztendlich dein Ego. Was danach kommt, ist für einen kurzen Augenblick desorientierend, weil du dich sammeln musst, weil du die Spielregeln auf der neuen Ebene noch nicht kennst. Aber du wirst trotz allem spüren, dass trotz der Desorientierung ein tiefer Frieden in dir ist. Ein ganz tiefer Frieden mit allem, so wie es ist. Eine große Erleichterung, eine Dankbarkeit, ein Gefühl, angekommen zu sein. Du wirst also feststellen, du bist trotz deiner großen Angst immer noch in deinem Körper. Du wirst feststellen, dass alle, die du lieb hast, immer noch um dich herum sind. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wirst du auch deinen Beruf weiter ausüben oder aber den Mut haben, dich etwas Sinnhafterem zuzuwenden. Die Farben werden intensiver sein. Die Töne, die du hörst, werden intensiver sein. Die Gerüche, die du riechst, ja, und all das, was du fühlst, wird intensiver sein. Und trotz allem hast du innerlich einen, einen Gleichmut, der geboren ist aus dieser Freiheit, in die du eingetaucht bist. Du erkennst von einer Sekunde auf die andere, dass alles eins ist, dass alles zusammengehört, dass das eine nicht ohne das andere kann. Du spürst, dass du aufhörst zu bewerten, zu urteilen, sondern alles so sein lassen kannst, wie es ist, dass du Verständnis hast, dass du tolerant bist. Du kannst gar nicht anders, weil du letztendlich weißt, dass alles, was dir erscheint und begegnet, ein Teil von dir ist oder du ein Teil von dem, <laughs> weil alles eins ist. Es ist ein tiefer Frieden, eine tiefe Freiheit, auch alles tun zu können, alles erleben zu können, was du möchtest und dich mit allem verbunden zu fühlen. Du wirst spüren, dass die Weltsicht, so wie wir sie hatten, sei es die gesellschaftliche Sicht, aber auch die wissenschaftliche Sicht hinfällig ist und dass du die Wahrheit des Universums, des, des Menschseins, des Seins, des, des spirituellen Lehren, dass du all das in einem erfassen kannst, ohne, und das ist jetzt ganz, ganz spannend, ohne dass du dir Fragen stellen musst. Du brauchst keine Antworten mehr weil du weißt, dass es diese Antworten nicht gibt. In dem Moment, wo es eine Antwort gäbe, würde sie eine andere Antwort ausschließen. Und da dies nicht sein kann, wenn alles eins ist, wirst du keine Fragen mehr haben. Weil du keine Antworten mehr brauchst, du brauchst es nicht mehr trennen, du brauchst es nicht mehr einteilen in gut und schlecht, richtig, falsch, oben, unten, hell, dunkel was auch immer dir erscheint oder begegnet. Du bist ein Teil des Ganzen und bewegst dich durch das Ganze als Teil davon. Und das ist eine tiefe Glückseligkeit, das ist ein paradiesischer Zustand, der dich erfasst. Und es lohnt sich, diesen Schritt zu gehen. Ich benenne ihn als Erwachen, lange noch nicht als erleuchtet, aber als erwacht. In dem Moment, wo wir keine Fragen mehr haben, glaube ich schon, dass wir uns als erwacht bezeichnen können. Allerdings ist das auch nicht mehr wichtig. Das ist jetzt vielleicht wichtig, wenn wir noch davor stehen. Also, keine Angst vor dem größten Schritt in deinem Leben. Hab Mut. Sei entspannt, wenn du zurückfällst vor Angst, wenn du erschrickst im ersten Moment. Hab auch keine Angst, wenn dich diese depressive Verstimmung erfasst hat. Wisse, dass es einfach die Phase ist, in der du wieder Anlauf nimmst, weil du einfach nicht mehr anders kannst. Du hast irgendwann in deinem Leben dich entschieden, den spirituellen Weg zu gehen. Und ich bin mir sicher, du gibst mir recht, dass du schon kurz danach wusstest: Scheiße, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Genau, und so ist es auch. Und jetzt steht dir das Schönste und das Größte und. Im ersten Step auch das Schwierigste bevor. Doch all deine Befürchtungen werden sich nicht bewahrheiten, sondern ganz im Gegenteil. Dahinter wartet etwas noch nie gekanntes aus dieser irdischen Inkarnation auf dich. Ja, und wenn du magst, wenn du Lust hast auf eine spirituelle Ausbildung, dann melde dich gern bei mir zur Chakra-Therapie. Deine Linda.